Einfahrt hat ein Zug der S1 Richtung Blankenese. Steigen Sie ein und begleiten Sie uns von Ohlsdorf aus auf dem ältesten Teil des Hamburger Schnellbahnnetzes in Richtung Innenstadt. Selten sind sie geworden, die alten Züge mit ihrer dunkelblauen Lackierung. Von Anfang an gab es die Einteilung in zwei Klassen. Jeweils der Mittelwagen eines Dreiwagenzuges ist für die erste Klasse reserviert. Höherer Sitzkomfort und größere Beinfreiheit sowie eine andere farbliche Gestaltung des Innenraumes sollen den höheren Fahrpreis rechtfertigen. Die Wagen der zweiten Klasse besaßen ursprünglich Holzsitze. Heute haben fast alle Wagen Polstersitze, nur in den Gepäckabteilen gibt es noch die Holzklasse. Ein weiterer Umsteigebahnhof zur U-Bahn ist mit dem Bahnhof Barmbek erreicht. Hier kann zu den U-Bahn-Linien U2 und U3 umgestiegen werden. Der Fahrzeugtechnik hat sich im Laufe der Jahre nur wenig verändert. Auch nach fast 60 Jahren Betriebseinsatz zeigt sich der Führerstand nahezu im Anlieferungszustand. Auch der Bahnhof Hasselbrook bietet dem Fahrgast eine Umsteigemöglichkeit. An einem zweiten Bahnsteig hält hier die S4. Die jedoch gehört nicht zum Gleichstromnetz der S-Bahn, sondern wird mit lokbespannten Zügen betrieben.
In den letzten Jahren hat sich der Bahnhof Berliner Tor stark verändert. Hier vereinen sich die Strecken aus Poppenbüttel und Aumühle auf ihrem Weg zum Hauptbahnhof.